such as you. Meet an immovable object like me. You can bet as sure as you live. So weiß ich jetzt auch nicht. Dr. Weiß habe ich ja schon gelesen. Dreimal. Du sollst dich um mich bangen, Claudia. Bin ich jetzt nicht so in Stimmung. Was wäre denn mit Zahnarzt Dr. Leuthäuser? Zahnarzt Dr. Leuthäuser? Bohrende Zweifel? Nee, bin ich jetzt auch nicht so in Stimmung für. Hier, Graf Dolbach. Nur die Liebe verzeiht zweimal. Nehme ich jetzt einmal. Na? 4 €. Na dann, schönen Tag noch. Tschüss. Ich hätte gerne 2 Lakritzschnecken. 2 Lakritzschnecken. Und Sie lesen sowas? Ich schreibe sowas. Ah ja? Tschüss. Hallo. Hallo. Man kann sich sein Publikum nicht aussuchen, Liebes. Hauptsache, man hat eins. Mutter hatte recht. Wie immer. Ich hatte keins. Kein Publikum. Mein Zahnarzt Dr. Leuthäuser verkaufte sich so schlecht, dass ich davon kaum leben konnte. Vielleicht trauen Leserinnen Zahnärzten keine Gefühle zu, weil sie glauben, alle Zahnärzte seien Sadisten. Was natürlich nicht stimmt. Ich als gelernte Zahnarzthelferin kenne mich da aus. Aber hilft ja nichts. Post für Sie. Mein Verlobter. Julchen, Darling. Da ich weiß, dass du auf Förmlichkeiten stehst, möchte ich dir hiermit in aller Form mitteilen, dass ich mich von dir entlobe. Nicht, dass ich dich nicht liebe, aber es gibt eine andere, Doris, die mir auch beruflich vielversprechende Perspektiven eröffnet. Mist, Kerl. Du weißt, die Pharmabranche ist hart, da muss ich es auch sein. Lass uns Freunde bleiben, MFG, dein Jürgen. MFG? Mit freundlichen Grüßen. Arschloch. Er liebt nicht mich, er liebt eine andere. Doris. Das Leben ist hart, dann muss ich das auch sein. MFG. Mit Feuer geschieden. Es gibt Tage, die sollte man aus dem Leben streichen. Post für Sie. Oder auch nicht. Mein Lieblingsonkel Hans ist Zahnarzt in Berlin. Er hatte mich per E-Mail gebeten, Frau Ortmeier seine MTA zu vertreten. Die hatte sich nämlich verletzt beim Gleitschirmfliegen im Allgäu. Fußes aufgebraucht, Verlobte abgehauen. Wir, also mein Konto und mein Ego, konnten eine Bereicherung gut gebrauchen. Wahnsinn. Hm? Herr Fürneisen. Herr Fürneisen. Was ist? Wann haben Sie denn das letzte Mal Ihren Zahnstein entfernen lassen? Das fällt unter Datenschutz. Den gab's damals noch gar nicht. Was quatscht ihr denn da, Herr Doktor? Meine Nichte schreibt Arztromane, Herr Fürneisen. Da komme ich in Ihrem neuen Buch auch vor? Bei dem Gebiss? Ich schreibe doch keine Horrorgeschichten. Horror? Wie? So, und nun mal den Mund ganz schön weit auf. Und die Urteil? Ich habe doch noch gar nicht angefangen, Herr Fürneisen. Entschuldigung, aber die Praxis ist... Es handelt sich um einen Notfall, wenn es recht ist. Notfall? Oh, ja, natürlich ist es. Ja. Natürlich ist es recht. Entschuldigung, aber Sie müssen noch einen Augenblick warten, wenn es recht ist. Wenn es recht ist. Mein Onkel Doktor, also mein Herr Hans, der hat noch einen Patienten. Pardon, dass wir so hereinschneien, so ganz ohne terminliche Vereinbarung. Das macht doch nichts. Sie brauchen doch keine terminliche Vereinbarung. Also wenn Sie einen Augenblick Platz nehmen, ich sag dem Onkel... Onkel Hans? Dem Bescheid. Da war es wieder. Beim Anblick schöner Männer kriege ich keinen Satz zu Ende. Okay, Hans? Und?
Ein Schweizer mit einer dicken Backe. Und was spricht die Backe? Nichts, sie ist doch dick. Aber doch, bitte, ich halte es nicht mehr aus. Und Sie müssen mir helfen. Bitte, so kann man nicht jetzt gehen. Jetzt verlieren die Kunden uns. So, gehen Sie schon mal rüber die Eins. Büffel? Ja, so nennen ihn seine Freunde. Ja, Herr Fürneisen, das ist ein Notfall. Ich bin gleich wieder da. Wir sind erst halb durch mit meinen Zähnen. Herr Doktor! Das gibt's doch gar nicht. Oh, Herr Fürneisen, jetzt nehmen wir mal den Spiegel und vergleichen das Vorher und das Nachher. Hä? Viel Spaß. Warte mal ein bisschen draußen. Es dauert nicht lange. Ein bisschen. Der Achter, Juliane Kohlspring. Achter? Der Weisheitszahn, auch genannt Dens Serotini. Oder der dritte Molar unten rechts. Der muss raus, Betäubungsspritze. Ja, ich kann alles einlagern. Ja, dann machen wir elektronische Anästhesie. Durch Einleitung geringster elektronischer Impulse wird die Weiterleitung des Schmerzimpulses an das Gehirn unterbrochen und Sie spüren gar nichts. Ich bin kein Rocker. Sie sind kein Rocker. Rocker! Roboter? Als Büffel, wie Ihr Freund sie nennt, kann ich Sie beruhigen. Die Methode hat sich auch im Tierversuch bewährt. Okay. Gerne. So, das war's schon. Fürnis. Ja. So soll's auch sein. Ein Weisheitszahn. Wissen Sie nicht, was ein Weisheitszahn ist? Erklären Sie es mir. Juliane. Juliane. Das sind die Zähne im Unterkiefer. Rechts 8 und links 8. So schön aufgereiht, wie in der Straße. Und die Weisheitszähne, die wohnen sozusagen vor der Stadt. Das sind die letzten Gebäude in der Zahnstraße. Genau. Und also im 8. Gebäude, da wohnt der Dens Serotinus, so heißt er auf Lateinisch. Und der ist mit der Zunge sehr schwer zu erreichen. Mit der eigenen? Mhm. Ja, tatsächlich. Ist nicht leicht. Und mit einer Fremde? Was ist denn jetzt? Schnüffel! Büffel! Das ist er. Er ist draußen. Quatsch! Weisheitszähne sind mit der Zunge schwer erreichbar. Habe ich gerade gelernt. Hier schicken Sie Rechnung an meine Privatadresse. Ja, aber Sie kommen schon noch zur Nachbehandlung. Natürlich. Und unbedingt in Begleitung. Weil bei der Nachsorge, da können unerwünschte Nebenwirkungen auftreten. Also Nebenwirkungen. Sowas wie Fahruntüchtigkeit oder Übelkeit oder Schwindel. Was ist das mit mir? Ich bin Privatpatient. Dieser schönste aller Schweizer beflügelte meine Fantasie. Nachts im fremden Berlin, in einer fremden Wohnung. Mein neuer Roman flog mir förmlich zu. Melodie des Herzens. Meine Heldin Lavinia liebte einen berühmten Schweizer Dirigenten. Der war zurzeit unterwegs und Lavinia sehnte sich nach ihm. Mit wüsten Fantasien. Oh, nee, aber nicht wüst. Wild. Wilde Fantasien. Aber wild? Wild ist einfach nur wild. Beglückend. Beglückende Fantasien. Da heult der Kiosk. Entschuldige, Lavinia, meldete er sich am Telefon. Mit leichtem Schweizerdeutsch. Ich bin in der Royal Albert Hall. Ich bereite mich auf Beethovens Fünfte vor. Da-da-da-dam.